Hold up. Ein Herz Quark und willkommen zur nächsten Runde Hurt World. Heute sind wir zu dritt unterwegs. Mit dabei wieder der Werther Raced. Hallo. Aloha und der Norman. Hola. Hola. Ja, das ist einer der Kollegen, die wir auf dem anderen Server getroffen haben. Wir sind jetzt hier auf einem spanischen Server. Ich habe das schon mal hier in dem Shakes and Fitted Video angekündigt, dass neben dem Dedicated Server, wo wir euch einfach Sachen beim Bauen zeigen oder Buffen erklären, was auch immer, Bunnyhop-Parcours, und lauter so ein Gedöns, dass wir hier so einen spanischen Modded-Server haben, wo man ein bisschen mehr Loot rausbekommt. Auf dem sind wir gerade, ihr seht es auch in unserem Equipment, wir sind schon wieder hier full equipped. Und machen jetzt ein bisschen Action, zumindest versuchen wir das. Und versuchen hier, üben hier den Bunnyhop-Strafe auf einer Geraden. Aber der ist nicht so einfach. Der ist nicht so einfach. Hier geht es zu der Hütte rüber, oder was? Ja. Ich hab eigentlich kein Ziel. Oh, Baller. Ja, nicht. Mal irgendwo hinlaufen, gucken, ob man Leute sieht, ne? Das ich guck sollten mal eben, wie viel drauf sind. Ich hab auf jeden Fall vorhin, als ich vor, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten, hier das erste Mal auf den Server kam, hier auf jeden Fall Leute gesehen, so 4-5 Stück. Also ja. Jetzt direkt hier in dem Gebiet. Aus dem Gebäude hinter euch kam ja auch das Quad entgegen. Ach, hier gibt's ein Fahrzeug, oder was? Also Leute mit. Genau. Okay, nice. Aber da war ich ziemlich alleine. Es war aber auch mitten in der Nacht. Verdammt. Da, ich will den Bunnyhop. Auf der Geraden. Den will ich perfektionieren, ey. Deswegen, alle zwei Schritte wird er wieder neu angefangen, scheißegal. Der Schlüssel hierbei bei diesem auf der Geraden ist einfach, dass man so ein bisschen strafe. Das heißt, nach dem, ich renne mit Shift und W los, spring ab und dann lasse ich W und Shift los. Und strafe nur noch, wenn ich nach rechts gehe mit der Maus, mit halte ich D gedrückt und nach links halte ich A gedrückt. Aber so weit strafen, wie man das beispielsweise aus Counter-Strike gewohnt war, funktioniert hier nicht. Deswegen hier nur minimal das Ganze. Bong. Kopfnuss. In die Teammates rein. In die Teammates rein, ja genau, da wird man auch gebremst. Aber der Bunnyhop funktioniert auch hier wirklich ein bisschen anders, haben wir schon festgestellt. Man muss hier einfach früher Leertaste drücken. Das heißt, im Endeffekt irgendwie mehr oder weniger kurz bevor man aufkommt. Ist halt vom Timing her zu sagen schwierig. Das ist mehr so Gefühlssache. Und beim Berg kurz nachdem man in die Hocke geht. Einfach weil du dann sozusagen wirklich den Schwung von der Schräge noch mitnimmst. Den hast du auf der Straße nicht. Wenn du da in die Hocke gehst, dann kann ich gerade mal machen. Da machst du auch einen Bunnyhop, aber halt mit null Speed. Deswegen muss man hier irgendwie schon ein bisschen früher abspringen. Und langsam wird das auch. Ich finde, auf der Straße ist es echt schwer. Ja, ist schwer. Das ist halt der schwerste Bunnyhop so. Aber wir haben vorne an der Kurve auch gesehen, da geht ja im Endeffekt geht's ja schon leicht schräg nach oben und du konntest trotzdem Speed aufbauen. Obwohl es eine gerade nach oben ist. Also halt kaum Steigung, aber trotzdem. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal schon direkt wieder einen kurzen Cut und suchen einfach Leute, denn wir wollen heute so ein bisschen die Eskalationsfolge bringen. Das heißt, einfach mal ein bisschen ausrasten, ein bisschen Leute ballern. Ihr seht schon, Muni und alles haben wir genug dabei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. So, da sind wir wieder. Allerdings, ihr merkt schon, nicht mehr zu dritt, nicht mehr auf dem spanischen Server, denn wir haben leider überhaupt keine Leute gefunden irgendwie. Ist gerade wohl um die Zeit irgendwie, sind sie alle essen, ich habe keine Ahnung. Ist jetzt auch natürlich nicht so eine Zeit, wo so viele Leute da sind. Aber der Server an sich ist eigentlich zwischenzeitlich schon gut voll. Und haben uns nur gedacht, okay, bevor wir jetzt hier noch weiter rum Zeit verplempern und sowas, gehen wir einfach auf Dedicated und bauen hier einfach ein bisschen weiter, während hier der Raced einfach hier ein bisschen durch die Gegend fetzt. Jawohl. Wir haben gedacht, wir bauen, weil wir natürlich noch nicht das Feedback haben, was ihr sehen wollt, bauen wir erstmal hier an der Garage sozusagen weiter, beziehungsweise an der Base. Ich würde hier einmal kurz oben ein bisschen aufmachen. Doch, wir haben schon Feedback zur Garage gekriegt. Wurde gesagt, das ist die beste Garage der Welt. Stimmt, das habe ich gesehen, ja. Das habe ich gesehen. Ich würde hier ganz gerne hier vorne, links und rechts, einen Eingang haben. Genau. Jeweils eine Tür. Weißt du, wo du rein kannst?
Ja. Und machen wir einfach auch eine Bodendorbe, passt da hier zu dem ganzen Gedöns. Mit natürlich dann auch der passenden Holztür. Und natürlich hier auch wieder die Shortwalls drüber, ist doch klar. Oh, falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Passiert, mein Junge, passiert. Oder? Ne, bei dir sieht's auch so scheiße aus. Was denn? Dass das hier nicht ganz bündig ist. Oh, warte, dann haben wir die wirklich falsch gesetzt, oder was? Achso, das kannst du hier ganz anders setzen. Richtig. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Dann ist die Tür halt, wenn du hier mal guckst, ein bisschen eingelassen dazu auch. Hast du auch eine Wooden Door? Ja, ne? Das ist doch auch okay. Aber dann würde ich, glaube ich, auch wirklich nur die Tür eingelassen machen. Und die Shortwall hier wieder ganz normal drüber. Ja, verschwenderisch des Todes, aber hey. Materialien spielen hier ja keine Rolle eben. Oh, jetzt habe ich das Tor aufgemacht. So. Sieht doch ganz cool aus. Und hier würde ich jetzt einfach wirklich mit den Schrägen nach oben gehen wollen. Ich bin voll verwirrt. Shortwall. Support Truss. Und hier noch die Ramp und Floor wieder hier drauf. Den könnte man da doch lassen. Und dann sind wir oben. Das ist doch ganz cool, oder? Ich finde das, glaube ich, ganz cool. Hier können wir sogar auch noch glaubst Support Truss wieder. Das cool? Ja, ich glaube, ich finde das ganz cool so. Alles klar. Verstehst du? Das ist, glaube ich, ganz geil. Ja, ja. So, wir machen hier einmal, ich glaube, eine Stonewall. Ja, hier können wir eigentlich, fertig. Hier können wir hier so, wie so ein Geländer, dass man nicht runterfällt. Ja. Hoppala, oh, die war falsch. Oh, die auch. So ist das richtig. Sehr schön. Und das können wir, glaube ich, hier sogar auch noch eine Support Truss drüber hauen. Und dann kann man nämlich trotzdem runter durchlaufen, ja. Das ging nämlich davor nicht. Das wäre nicht gegangen. Das habe ich nämlich schon mal bei der allerersten Base getestet. Okay, hier ist auch ein Floor drauf. Schön. Ja, das ist doch cool. Das finde ich ganz geil. So, was machen wir jetzt? Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, wir wollten hier sagen, ne? Wir machen jetzt quasi hier erstmal eine Wand rum. Ja, das klingt und sagen dann quasi, wir gehen, guck, dass wir hier hochkommen und dann, dass wir hier links quasi auf die Treppe hochgehen und dann in den ersten Stock von unserer Bude reinkommen. Okay, das heißt links rum das Ganze. Wir wollen nämlich hier Wendeltreppenmäßig bauen. Ja, das heißt hier einmal außen sozusagen geht immer die Treppe und man kommt halt immer irgendwo auf der nächsten Etage an. Aber hier natürlich erstmal die Wände einziehen. Ach, du machst Steinwände? Ich habe jetzt Holzwände gesetzt. Nö, Stein. Das ist ja schon massiv. Wir haben ja auch hier unten drunter Stein. Ja, das soll ja schon einheitlich bleiben. So. Ich würde sagen, in dem Floor machen wir noch keine Schießluken oder Guckfenster so. Nö. Das kommt dann eventuell nächste Ebene. Oder sehr wahrscheinlich. Wir machen hier gerade mal einen Cut, bis wir das Ganze durch haben und kommen einfach. Ich denke, wenn wir hier so großflächig bauen, ohne dass wir irgendwie speziell ein Konzept euch vorstellen, damit ihr das nachbauen könnt, werden wir immer so kleine Cuts machen und immer einfach, wenn wieder ein bisschen Fortschritt ist, gerade wieder reinspringen, sozusagen, dass man nicht jede einzelne Wand hier mitverfolgen muss. Könnt ihr auch einfach mal da schreiben, ob ihr das so okay findet oder was ihr davon haltet, ob ihr doch einfach alles sehen wollt. Aber ich denke, so halten wir das einfach kompakt und man sieht einfach wirklich nur den Fortschritt. Dann geht das ganz cool. So, den Floor haben wir jetzt fertig. Komm, hier kamen wir von unten die Rampen hoch. Wir haben hier noch eine Tür gebaut. Und hier so ein paar Gucklöcher. Kann man theoretisch auch durch. Wenn das denn will. So. Und hier ein bisschen. Und ja, wir haben hier überall Support Trussen eingesetzt, damit wir die Decken machen konnten. Haben die danach einfach wieder entfernt. So ging das am einfachsten. Oh, hier haben wir noch wieder unser provisorisches Geländer vergessen. Ach ja, stimmt. Aber warte. Wir wissen ja jetzt, wie mit was für einem Design wir das Ganze immer machen. Das heißt, wir können das schon mal so machen hier.
Da eine Stonewall, da eine Stonewall und hier wieder die Shortwall oben drauf. Und danach können wir wieder Destroy Object auswählen und hier wieder die Kucklöcher reinmachen. Das ist einfach ein Tier. Das ist geil, ein ne? Tier. Das ist der Shit, Leute. Das ist der Shit. So, hier noch eine Shortwall. Ja, diesmal müssen wir auch direkt dran denken, bevor wir die Decke einziehen, hier erstmal die Shortwall drauf zu hauen. Ja, ja, weil sonst wird das, ja, sonst ist das nicht so gut. Dann muss man nämlich erst wieder Decken einreißen. Sorry. Sonst muss man wieder Decken einreißen und so weiter und so fort. Und das ist doppelt gemoppelte Arbeit hier. Das muss nicht sein, ne? Und es hält noch nicht mal länger dafür, dass es doppelt gemoppelt ist. Das stimmt. Hält nämlich Du hast hier die Decke generell oder die Wände generell höher gemacht, oder was? Ja. Ich hätte gedacht, wir machen da jetzt die Shortwalls drauf und dann eine Decke. Ja? Oder nicht? Könnten wir tun, doch. Dass wir halt einen großen Raum haben hier. Ja, okay. Da spricht da was dagegen. An sich nicht, nö. Ich kann mal kurz gucken, ob ich hier eine Support Truss in die Ecke machen kann. Dann kann man nämlich hier doch nochmal hier die Shortwalls draufsetzen, dann ist wieder die hintere Luke ein bisschen schmaler und hier könnte ich eventuell nee, mach die nochmal weg, bitte. Ach, du willst ja noch bauen. Ja. Ah. Uiuiui. Da ist ja noch gar nichts drauf. Problem ist, wir haben hier noch keine Möglichkeit, jetzt ein Dach schnell zu setzen. Das heißt, da brauchen wir wieder Support Truss. Können wir die hier einfach zwischen rein, die... Geh mal weg, bitte. Nice, okay. Das heißt, wir können hier gerade mal den Floor drauf klatschen. Klatschen. Klatschen, aber klatsch, klatsch. Kollege. Und da haben wir ein Dach drüber und können hier sogar noch schnell nach oben. Und dann werden wir hier direkt die Decke drüber ziehen, beziehungsweise du wolltest noch eine Shortwall, ne? Ich hätte eine Shortwall. Genau. Und dann können wir hier auch noch oben drauf laufen. Irgendwie so kleine, weißt du Geier, was für ein Gedächtnis Dachboden dann sein soll. Genau, hier so ein kleiner Dachboden. So, zack, da haben wir noch einen kleinen Dachboden. Das ist doch, das finde ich cool. I like, gefällt mir. Gefällt mir. Okay, da müssen wir jetzt nur noch, in Anführungszeichen. Huh. Patta, ey. Der Maus will schon wieder nicht mehr. Ich hab mir sagen lassen, das ist sehr risky, was ich da gerade mache. So. Oh, Patta, ey, ich krieg hier. Nein, oh mein Gott, ich krieg hier gerade voll den Koller. Shortwall. Meine Maus spinnt schon wieder voll rum. Das ist doof. Ja, seine Maus spinnt ab und zu meinen Hurtwelt nur, ne? Ja. Da reagiert die einfach nicht mehr. Da hat sie dann keinen Bock mehr. Wenn ich die anhebe, quasi, dann zuckt er nach unten und dann kann ich sie erstmal wieder ein paar Sekunden nicht bewegen. Ja. Ja, wenn wir da einen Fix finden, lassen wir euch auch wissen. Vielleicht hat ja auch einer von euch das Problem. Umgekehrt natürlich genauso. Wenn ihr den Bug auch kennt, dass die Maus auf einmal nicht mehr so richtig reagieren will und ihr wisst, wie es gefixt wird, dann lasst uns wissen. Raced wäre euch da sehr verbunden, denke ich. Ja, ein bisschen. Okay, das ist cool. Da ist auch hoch, der Raum. Ja, der ist und gerade ist wieder. Hoch. Ich wollte gerade die Lichter anmachen, aber es wird wohl Tag. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Ne? Hallo Sonne, hallo. So, ich nehme mir mal gerade noch eine Walltorch, die klatschen wir hier noch ran und die klatschen wir hier noch ran. Und das passt. Eventuell gerade noch das hier sieht eine. Geil aus. Für an der Schräge. Und das ist ganz cool. Ich denke, das ist echt ganz, ganz nice. Wir kommen hier gut hoch, haben hier so einen kleinen Gedöns. Das ist ganz cool. Wir müssen das mal von unten gleich. Oh mein Gott, Alter, ich. Zum Glück haben wir hier mega viel Leben, sonst wäre ich tot. Aber gebrochene Beine habe ich trotzdem. Ich habe trotzdem gebrochene Beine, oh mein Gott. Das geht also. Egal, wir können ja Bunny hoppen. Wer muss schon rennen? Wir haben den Bunny Hop. Ne, das sieht cool aus. Sieht sehr cool aus. Wir müssen noch Schussluken einbauen. Vielleicht in den Ecken oder sowas.
Ja. Das wollte man noch machen. Aber ich würde sagen, für die Folge an sich langt das Ganze erstmal. Wir überlegen uns noch ein paar Konzepte hier, um die Base ein bisschen weiterzubauen. Und nach wie vor, wir haben ja schon ganz coole Ideen, was wir euch zeigen können. Sei es jetzt wirklich hier so Brücken aus Garagentüren oder generell Sachen aus Garagentoren, weil man einfach sehr viel mit denen machen kann. Weil man kann ja beispielsweise, wenn du eine normale Brücke hast, ist ja schön gut. Da kannst du halt drüber laufen, ne? Kann aber jeder. Und okay, die Leute können sie wegspringen, dann kommen sie nicht mehr weit. Aber du kannst halt auch aus Garagentoren beispielsweise eine Brücke bauen und wenn ihr weggeht, dann macht er einfach die Tore zu und Brücke ist hier keine Brücke. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich hab kein Holz mehr. Du hast... What? Okay, ist kein Problem. Wir spawnen uns hier gerade mal wieder ein bisschen Holz. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächste Folge wieder und dann würde ich sagen, hauen Sie rein, adios und Ideen bitte einmal hier unten drunter in die Kommentare. Wir zeigen und erklären alles. Alles. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.